ich brauche von unserem, ich sage mal, emotionalen Sektor ein schöner Gegenstand aus eurem Zuhause. Und das muss laut sein, ich muss verstehen, mit kleinen Ohren. Danke, habe ich empfangen. War eine Botschaft. Das wird dann wieder Improvisation, ganz verrückt. Wenn die Botschaft und die Worte werden übertragen per Gedanken, dann spielen wir, was wir wollen. Na, jetzt sagt mir mal schöner Gegenstand. Ja, Vase. Vase. Ja. Vase ist auch symbolisch. Ist ein Gefäß. Oh, Vase. Sehr schön. Brauche ich vom Rang, jetzt seid ihr dran, brauche ich ein schönes Adjektiv. Wie Wort. Außer Hammer. Habe ich schon gehört, in Deutschland Pisa ist ein Problem. Geht los bei Adjektiv, wusste nicht wo. Adjektiv, Hammer. Das ist aber richtig, er hat richtig gesagt. Man fragt, wie ist das? Und antwortet, Hammer. Das ist, du hast recht eigentlich, wenn man nimmt, wie ist das? Das ist Hammer. Das ist richtig. Absolut richtig. So heißt Geschichte die Hammervase. Sagt man in Katowice, wenn es richtig geile, schöne Vase, sagt man Hammervase. Das ist eine Hammervase. Ja, das ist Hammervase. Nun, kommen wir aber zurück zur Geschichte. Die Hammervase.